Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade im Kanuzentrum. Wir haben hier Bahnlehrgang, wir machen ja, 4er EBs und so, ein bisschen antesten für die Saison. Morgen steht dann auf jeden Fall noch der Südvergleich auf dem Programm. Da ist halt einmal 3000 Meter einer Verfolgung. Dann haben wir noch Ausscheidungsfahren und Punktefahren. Auf jeden Fall nehmen wir euch da, denke ich mal, auch mit. Schauen wir mal, wie wir mit den Kameras, ob wir die ans Rad bauen müssen oder nicht. Müssen wir mal nachfragen. Auf jeden Fall haben wir keinen Empfang am Handy, also sind wir auch überhaupt nicht erreichbar oder so. Aber ich denke, man schadet nicht, so ein bisschen abgeschottet zu sein. Warum kann man mal ein bisschen Kopf abschalten oder so? Passiert ja nicht so häufig, wenn man dauernd erreichbar ist. Ja, Leute, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 3. Marc, was machen wir da Schönes? Rolle fahren. Pain und so weiter hier. Hauptsache Aero. Also hier erstmal Aero testen. Es geht schon. Es kommt nicht rein, Also wir sind jetzt im Hotel angekommen. Und er geht richtig ab zum Mucke. Felix am Start. Bald wird unser Essen geliefert, aber hier ist richtige Mucke im Haus. Bisschen zu laut, aber juckt hier keinen hier. So, hier Kicker, Henry gegen Linus, hier aus der Perspektive aufs gegnerische Tor von Henry. Und da sieht man wieder, hat er die Probleme hier in der Defensive, aber schafft es natürlich den Ball am Ende doch in die gegnerische Hälfte zu bringen. Schafft er es, jetzt ist der Ball wieder in seiner Hälfte hier. Jetzt kommt seine Konterchance, kann er sie nutzen, das ist hier die Frage. Es sieht nicht gut aus. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Hier Linus Rosner hier am Zug, das ist seine Chance. Gibt den Ball jedoch wieder an die Mittelfeldspieler von Henry Ulich ab. Und das war schon richtig, richtig knapp hier. Hier Henry Ulich im Blau. Versucht die ganze Zeit defensiv zu spielen. Kann jedoch keine Konter nutzen, da er noch nicht die Schusspräzise hat, die Linus Rosner hat. Aber natürlich eine Weltklasse-Verteidigung hier von Henry Ulich. Und das ist natürlich wieder ein Hin und Her hier von den weißen Spielern von Linus Rosner und Henry Ulich hier in Blau. Und jetzt hängt der Ball und hier ich als Schiedsrichter werfe noch einen hier, der neue Ball. Hier zugunsten von Linus Rosner ist der Ball hier gefallen. Und der Ball geht hin und her und Linus Rosner hat schon ein paar Mal hier den Pfosten getroffen. Schafft es jedoch nicht, den Ball hier im Tor zu versenken. Und er steht 3:1 für Henry Ulich. Natürlich noch sehr, sehr lange zu spielen. Kommt natürlich jetzt drauf an, wie schnell jetzt das nächste Tor fallen wird. Schon drei Tore. Und die weiteren Tore fallen. Meine Güte, das wird. Das ist schon wieder ein richtiger Schwitzer hier von Henry Ulich. Aber. Mehr Ballbesitz hier von Linus Rosner, der jetzt hier schon so 60-70% den Ball hat.
Und da fällt das Tor, Linus Rose hier freut sich da zurecht. Hier fällt der Anschlusstreffer. Und jetzt ein Tor zum Ausgleich. Und hier macht er das nächste Tor, der Ausgleich hier von Linus Rosner. Linus Rosen hat hier ausgeglichen, steht jetzt 3-3. Und die Moral von Linus Rose ist natürlich sehr, sehr hoch. Und es wird jetzt sehr, sehr schwer für Henry Ulig noch hier das Spiel zu wenden. Aber Henry Ulig gewinnt hier das Game. Er gewinnt das Game 4-3 für Henry Ulig mit einem Fallrückzieher, den er gerade hier so benannt hat. Was natürlich auch zu bezweifeln ist, mit einem Kicker einen Fallrückzieher zu machen. Hier, Henry Ulig, hier sieht man sein Gesicht. Er wird da nervös. Und Linus Rose wird jetzt langsam aggressiv, weil er kann es nicht haben, dass ein Henry Ulig ihn so, es ihm so schwer macht. Weil Linus Rosner hier ein richtiger Pro und Henry Ulig hier natürlich Neuland. Das ist ein richtiger Noob in dem Game. Das ist ein richtiger Noob in das Game. Und jetzt geht's weiter hier. Oh, Mittellinie hier. Linus Rosner. Das wird ein spannendes Game. Steht hier 4-3 für Henry Ulig. Noch in Führung, aber Linus Rosa wird natürlich gucken, dass er hier gleich wieder ausgleicht. Und das war natürlich schon wieder ein guter Versuch hier von Linus Rosner. Der Ball kommt wieder in Henry Ulig's Hände und das ist der Ausgleich. Da ärgert sich Henry Ulig. Da ärgert er sich. Das kann er überhaupt nicht haben. Hat er sich so lange dagegen gewehrt und jetzt kam doch der Ausgleich. Und jetzt geht er wieder in Führung. Das ist ein Kopf an Kopf drin. Das setzt Henry Ulig immer wieder nach und holt sich hier den Vorsprung. Und hier Fußball, eigentlich hier zwei Radfahrer hier, aber Fußball spielen können sie auch recht gut, zumindest am Kicker, ne? Also sehr, sehr starke Athleten und da gleicht Henry, Entschuldigung, Linus Rosen, der gleicht natürlich wieder aus. Mal gucken, ob wir sie vielleicht irgendwann mal in der Kicker-Nationalmannschaft sehen können. Hier im Radfahren sind sie schon im WDR. Aber jetzt geht Linus Rosen das erste Mal in Führung hier. Und ich glaube, das kann jetzt nochmal richtig schwer für Henry Ulig werden. Und zwei Tore Vorsprung hier für Linus Rosner. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr schwer. Da macht er sogar noch fast noch ein Eigentor. Da wird er nervös. Da macht er fast ein Eigentor. Und da ärgert er sich um 3-0. Ich glaube, das ist jetzt kaum mehr einholbar. Zwei Tore trennen Linus Rosner hier vom Sieg. Und jetzt gucken wir mal. Und da ist das Ding. Ein Tor noch. Da hat er es. Henry Ulig fehlt noch. Vier Tore und da hat Henry Ulig das Ziel gewonnen. Ja, hier noch ein guter Handschlag hier von Linus Rosner und Henry Ulig. Haben sie gut gemacht. Ja, mal. Oh, ein Korb. Ja, also Leute, es ist mittlerweile 22.23 Uhr. Wir hatten, glaube ich, schon längst Bettruhe oder so. Was machen wir? Snacken, sitzen am Fenster wegen Internet und zocken. Clash Royale. Also weil ihr euch hier beschwert habt, dass ihr mal nicht das Zimmer gesehen habt. Oder Paar halt. Hier, das ist Marco sein Zimmer. Leider sind die Betten getrennt. Dann hier so ein kleiner Bereich. Hier ist Klo. Nice. Und hier dann noch mein Zimmer. Guten Morgen, Leute. Ja. Es ist 7.21 Uhr am nächsten Tag und wir haben gleich Frühstück. Und dann geht's auch schon wieder los zu Rat und mal mehr. Voll das beautiful Wetter hier. Ja, hol mal den Scheißwecker aus. Machen wir mal auf. Aber nichts Fenster. So, wir ziehen uns jetzt noch kurz um. 3, 2, 1. Wir sind jetzt fertig. Machen jetzt los zu Rat und Bahn. Tschüss, man sieht sich. Man sieht sich. Tschüss. Okay, ja, zwei, noch einer. Und? Valentina, hast du den Schlüssel? Wir haben noch einen Schlüssel. So, hier, Oskar. Wir machen uns gerade fertig zur Abfahrt. Ich hab auch die GoPro mit. Zur Augsburger Bahn. Hier sehen wir unsere ganze Truppe. So, wir sind jetzt auf der Bahn angekommen und machen uns fertig für den Moment, oder? Get ready. Pre-Race-Besprechung. Was steht an für euch heute? 3000 Meter,
läuft gerade Punkt gefahren und 17 männlich. Die drei sind gerade dabei, eine Runde rumzufahren. Oder die zwei. Und dann, ja gut, sind zu dritt, kriegen sie 20 Punkte. Also wir sind schon fertig mit dem Rennfahren. Nee, Vierer. Ja gut, wir fahren noch einen Vierer, aber das ist ja kein richtiges Rennen. Temporäne Ausscheidungsfahren habe ich beides gewonnen. Ich habe alles gewonnen. Ja, ich habe alles gewonnen, stimmt. Und Linus, was steht morgen so an? Ich bin der Bundesliga. In Österreich. Ja, Linus, wie lief's? Dein Vierer? 4:10 sind wir gefahren. Halb voll noch. Was sagst du dazu? Ja. Danke an Mauro fürs Filmen. Also, sehr korrekt. Ansage! Ja, nee, Spaß. War auf jeden Fall nice. Wir haben gewonnen, bei einem Starter. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt von unserem Vlog. Wir sind jetzt wieder gut daheim angekommen. Also, ich habe gewonnen, Oskar wird Zweiter beim Omnium. Ich bin jetzt nicht sonderlich zufrieden mit den Zeiten oder mit meiner Form an sich, aber trotzdem, wir haben es gewonnen. Ja. Also liken, abonnieren, teilen, was auch immer, nicht vergessen und haut rein. Wir sehen uns mal wieder.